Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich bin Nils Beranger von Chart Guidance in Partnerschaft mit Dokaskopie TV. Ich lade Sie zu einem Augenblick von rein technischer Analyse zum Thema langfristige Analyse des Hang Seng Index ein. Auf der ersten quartalsmäßigen Balkengrafik des Hang Seng Index von Hongkong sehen wir einen Anstiegsansatz unter überkauften Konditionen. Diese Lage kann noch etwa 2 Jahre lang dauern. Auf der nächsten Folie, die sehr interessant ist, wegen starker Direktionalkomponenten mit sehr niedriger Variation, wo Kaufdruck, Verkaufsdruck und Richtungspfeil eine Talfahrt aufweisen. Dies verspricht einen sehr starken Schritt in den nächsten Monaten, der mindestens 2 Jahre lang dauern wird. Auf der nächsten Folie, und das ist ein Quartalsdiagramm, sind Oszillatoren dargestellt, die positiv sind und an die Spitze gerichtet sind. Hier können wir auch ein positives Signal seitens der MACD nachvollziehen. Auf der nächsten Seite haben wir den langsamen Stochastikindikator. Der Markt sieht schon reif aus, aber die Spitze ist soweit noch nicht erreicht. Es gibt noch Spielraum für ein aufwärtiges Bein. Und schließlich möchte ich zusammenfassen, dass der letzte Abrutsch auf dem jährlichen Hang Seng Index Diagramm einen perfekten säkulären Aufwärtstrend verdeutlicht. Der Preis blieb zwischen der jährlichen Schwenklinie und dem oberen Bollinger Band. Hiermit ist unser Zielwert von 32.000 bis 36.000 bis 2017-2018 verdeutlicht. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war Nils Beranger in Partnerschaft mit Dokaskopie TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.